Nächste Rednerin kommt von den Grünen. Die Tierschutzsprecherin ist dies Christiane Brunner. Zuseherinnen und Zuseher, so sie noch da sind. Ich freue mich als erstes einmal, dass es Tierschutzanträge hier ins Plenum geschafft haben. Das ist ja bei Tierschutz- und Umweltanliegen nicht selbstverständlich. Und es ist schön, dass wir diese Initiativen heute diskutieren können. Ich werde versuchen, auf alle Anträge der Kollegin Weigersdorfer einzugehen und möchte auch auf ein paar Initiativen von mir dann noch einbringen. Zunächst auch zu den Besatzdichten bei den Masthühnern, die gerade angesprochen wurden. Ja, das stimmt, die Standards in Österreich sind besser als auf EU-Ebene. Vor kurzem war aber auch in Österreich noch die Diskussion, die Besatzdichte wieder nach oben zu bringen. Also hat dieser Antrag, denke ich, durchaus auch eine Berechtigung. Und es ist nicht gesagt, dass wir nicht auch noch besser werden dürfen. Und ehrlich gesagt, ich habe es ziemlich satt, dass wir immer darüber reden im Umwelt- und Tierschutzbereich. Wir sind eh besser als in den anderen Ländern und deswegen brauchen wir nichts mehr tun. Und wir sind aber eh alle für Tierschutz. Aber für die Wirtschaft ist es trotzdem ein Nachteil. Und deswegen tun wir lieber doch nichts. Aber für Tierschutz sind wir eh alle. Das ist schon irgendwie ein bisschen widersprüchlich, anstatt dass wir aktive Umweltschutz- und Tierschutzpolitik auch als Chance erkennen. Gerade für österreichische Betriebe, auch in der Landwirtschaft, wenn das ordentlich ausgezeichnet wird, ist das, glaube ich, die einzige Chance, die die österreichische Landwirtschaft überhaupt hat. Das betrifft jetzt die Situation für Geflügel. Wir haben im Ausschuss auch diskutiert die Situation von Katzen. Und da gibt es ja, kennen ja viele Beispiele von engagierten Tierschützerinnen und Tierschützern, von verwahrlosten Katzen, Katzen, die Krankheiten haben, vor allem im bäuerlichen Bereich. Da gibt es hier auf gesetzlicher Ebene einfach Klärungsbedarf, gesetzliche Unschärfen, die wir klären sollten. Und es braucht dringend auch Kastrationsprogramme, die engagierten Tierschützerinnen dabei helfen, auch Kastrationen wirklich durchzuführen, damit diese Verwahrlosungen ein Ende haben. Und ich bringe deswegen den Entschließungsantrag der Abgeordneten Brunner, Birkelhuber, Freundinnen und Freunde ein. Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Gesundheit, wird aufgefordert, die Anlage 1 der zweiten Tierhaltungsverordnung so zu ändern, dass der vom Verordnungsgeber intendierte Geltungsbereich in Bezug auf die Kastration von Katzen klar zum Ausdruck gebracht wird und nicht weiter rechtlich im Dunkel bleibt. Und in Zusammenarbeit mit den Ländern Förderprogramme für Katzenkastrationen aufzusetzen, um bereits ausgebildete Katzenpopulationen zu begrenzen. Dann haben wir noch zwei Anträge auf der Tagesordnung, die sich um die Stellung von Tierschutzorganisationen beziehen, beziehungsweise um Tierschutz in Verfahren, auch als Straftatbestand. Ein Antrag bezieht sich auf die Parteistellung von Tierschutzorganisationen. Wir werden dem zustimmen. Ich glaube nur, dass es noch gewisse Unschärfen hat. Wir sind selbst dabei, im Club, in unserem Club das auch zu prüfen, welche Möglichkeiten es da gibt, eventuell auch analog wie Umweltorganisationen im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz Parteienstellung haben. Ich denke, dem Anschluss kann man als Initiative mal zustimmen. Die Gesundheitsministerin könnte ja das dann in einer Regierungsvorlage auch genauer noch ausformulieren. Wie gesagt, wir werden das bei uns im Club auch noch prüfen. Und dem Antrag auf Erhöhung des Strafbestandes für Tierquälerei werden wir selbstverständlich zustimmen. Mein Kollege Steinhaus und ich haben einen sehr ähnlichen Antrag eingebracht, der auch schon dem Justizausschuss zugewiesen wurde, der dort im Justizausschuss das nächste Mal diskutiert werden wird. Ich denke, es ist höchst an der Zeit, dass festgestellt wird, dass Tierquälerei kein Kavaliersdelikt ist. So wie wir mit unseren Tieren umgehen, ist ein Spiegelbild auch unserer Gesellschaft. Das sollten wir ernst nehmen und ich hoffe, dass dieser Antrag heute schon durchgeht, aber spätestens im nächsten Justizausschuss dann auch einen positiven Weg und eine positive Erledigung finden wird. Danke. Tierschutz und Umweltschutz müssten in der Landwirtschaft als Chance erkannt werden. Das Leben von Katzen im ländlichen Bereich müsste verbessert werden. Stichwort Kastration von Streunerkatzen. Das sagt die Tierschutzsprecherin der Grünen, Christiane Brunner.